Dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Es ist kein schöner Anlass, warum wir heute hier zusammenkommen. Wir möchten darüber informieren, dass Ignacio Camacho seine aktive Karriere leider beenden muss. Aber, und das ist die gute Nachricht, er wird dem VfL Wolfsburg auf jeden Fall erhalten bleiben. In welcher Form und Funktion das sein wird, darüber wird Jörg Schmadtke später informieren, den ich auf dem Podium ganz herzlich begrüße und natürlich auch Kammer und auch deine Familie. Schön, dass ihr da seid. Kammer, für dich ist es kein leichter Schritt heute, aber du hast dich sehr intensiv auf diesen Tag vorbereitet und ich würde dir gerne das Wort geben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, guten Tag an alle, die heute gekommen sind. Und bitte verzeiht meine Aussprache. Mein Fuß hat Basta gesagt. Nach einiger Zeit des Nachdenkens und vielen Gesprächen mit den Ärzten und dem Verein ist es an der Zeit, mich von dem zu verabschieden, was jahrelang mein Beruf war. Ich schreibe diesen Brief mit großer Trauer, aber auch mit großem Stolz. Seit der Verletzung in die Partie im Pokal gegen Hannover vor 3 Jahren wurde ich 5-mal operiert. War monatelang in der Reha, habe unzählige Ärztebesuche, Rückfälle erlebt. Ich habe nonstop gekämpft, um wieder auf den Platz zurückzukommen. Ich gehe mit gutem Gewissen, weil ich alles getan habe, was möglich war. Alles, um zurückzukehren und das zu tun, was ich so sehr liebe, Fußball. Es war nicht leicht. Das Schmerzen war in diesen 3 Jahren jeden Tag präsent und letztendlich lässt er mich nicht weitermachen. Ich bin auch den Menschen sehr dankbar, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Physiotherapeuten, Reha-Trainer, Ärzte, Freunde, Familie. Auch für diese Personen war es nicht leicht. Zunächst möchte ich mich an den VfL wenden. Danke für euer Vertrauen. Ich werde immer dankbar sein für die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Sowohl der Verein als euch, auch alle Fans. Es ist sehr schwierig, in einem anderen Land zu sein und sich trotzdem zu Hause zu fühlen. Ich danke euch, Jörg und Marcel, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, nach dieser schweren Entscheidung trotzdem dem Fußball treu zu bleiben. Ich bedauere von ganzem Herzen, dass ich euer Vertrauen auf dem Spielfeld nicht gerettet werden konnte. Ich danke meiner Frau und meinen Kindern für all die Geduld, die sie mir entgegengebracht haben. Danke an meine Frau für diese bedingungslose Unterstützung. Meine Genesung hatte immer voran, fast sogar vor der familiären Stabilität. Danke dafür, dass du schon 13 Jahre meine Begleiterin bist. Ich bedauere es sehr, dass meine Kinder ihren Vater nicht mehr Fußball spielen sehen können. Aber ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass ich alles versucht habe. Danke an meine Familie, an meine Brüder, meine Eltern. Ich danke euch dafür, dass ihr mich zu der Person gemacht habt, die ich heute bin. Ich hoffe, meine Kinder sind genauso stolz auf mich eines Tages, wie ich auf euch bin. Ich kann nicht gehen, ohne all den Menschen und Vereinen zu danken, die mich während meiner gesamten Karriere begleitet haben. Real Zaragoza, Atlético de Madrid, wo ich den Sprung in den Profifußballer geschafft habe. Malaga, wo ich mich als Mensch und Profi weiterentwickelte. Und die spanische Fußballnationalmannschaft, wo ich alle jungen Mannschaften durchlief und sogar das Trikot der A-Mannschaft trug. Und VfL Wolfsburg, der Verein, wo ich meine Karriere beenden werde. Danke an alle Mitarbeiter, Trainer und Staff-Mitarbeiter, die ich unterwegs getroffen habe und die uns zu besseren Fußballer und Menschen machen. Sie sind ein wichtiger Teil dieses Sports. Danke an alle Teamkollegen, die ich hatte. Ich bin sehr stolz auf all die Kabinen, von denen ich Teil war. Danke an alle Fans, die
mir über die Jahre hinweg ihre Liebe und Unterstützung gezeigt haben. Danke an den Journalisten, die mich immer mit viel Respekt und Zuneigung behandelt haben. Der Fußball nimmt einem einige Dinge weg, aber es gibt einem unglaubliche Dinge zurück. Ich werde nie aufhören können, dem Fußball zu danken für all die Freundschaften, die er mir für immer gegeben hat und für die Disziplin, der ich mein ganzes Leben lang gefolgt bin. Obwohl ich den Fußball früher verlassen musste, als ich es mir gewünscht habe, bin ich privilegiert, denn ich durfte ihn so viele Jahre lang genießen. Und damit verabschiede ich mich von meinem Leben als Profifußballer. Aber nun beginnt die nächste Etappe und meine Vorfreude ist größer denn je. Danke, Fußball. Danke, Kammer. Es war dir unglaublich wichtig, diese Worte zu sagen und schön, dass du sie auf Deutsch gesagt hast. Ich würde jetzt gerne an Jörg übergeben. Für dich ist das sicherlich auch kein alltäglicher Moment. Nein, es ist kein einfacher Weg für alle Beteiligten, damit auch für uns nicht. Ich danke Kammer erstmal für seine Worte. Das zeigt, glaube ich, auch, dass Kammer ein besonderer Mensch ist. Deswegen haben wir uns sehr intensiv mit ihm ausgetauscht in den letzten Monaten, um ihn auf den Weg zu bringen und um ihm auch zu helfen bei seiner Wegfindung. Bei aller Kritik, die ja immer mal wieder beim Fußballern laut wird, zeigen, glaube ich, das Statement von Kammer zeigt deutlich, dass Fußball dann doch mehr ist als Geld verdienen. Und ich bin froh, dass du das so zum Ausdruck hast bringen können in deinen Worten. Weil ich glaube, dass das auch eine wichtige Facette in unserem Fußball ist. Und du warst immer ein großer Teil dieser Facette und auch ein großer Teil dieser Fußballfamilie. Und was haben wir mit ihm gemacht? Wir haben uns, wie gesagt, intensiv ausgetauscht in vielen Reha-Maßnahmen, die du durchlaufen hast. Erstmal danke ich dir für deinen großen Einsatz, den du auch in der Reha, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Reha an den Tag gelegt hast. Das sagt schon ein bisschen was aus über deine Kämpferqualitäten. Nichtsdestotrotz mussten wir am Ende erkennen, dass die Problematik dann doch zu groß ist, um diese Rückführung auf den Platz hinzubekommen. Nichtsdestotrotz haben wir als Club gesagt, Kammer hat die Unterstützung des Clubs verdient. Und deshalb haben wir den Vertrag aufgelöst. Zu Bedingungen, glaube ich, die wirklich fair waren für alle Beteiligten. Also wir haben nicht lange herumdoktern müssen an dieser Aufhebung. Aber fester Bestandteil dieser Aufhebung ist auch, dass Kammer in den nächsten 2 Jahren hier ein Trainee-Programm durchlaufen wird, in dem er einzelne Facetten für sein späteres berufliches Werdegang durchlaufen wird. Zum einen, um ihm eine Perspektive aufzuzeigen und ihm eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie nach dem Leben auf dem Fußballplatz das Leben auch weitergehen kann im Umfeld des Fußballs. Und zum anderen, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, für sich persönlich herauszufinden, wo seine Leidenschaft am besten aufgehoben ist, für den Fußball zu arbeiten. Deswegen wird er sowohl in der Akademie als auch bei uns im Profibereich einzelne Abteilungen durchlaufen, um sich vorzubilden und dann hoffentlich nach 2 Jahren so weit zu sein, dass er fester Bestandteil der VW Wolfsburg-Familie sein wird, auch im beruflichen Leben, nicht nur im Herzen. Ich wünsche dir auf deinem Weg wirklich alles Gute, vor allem, dass du den Ehrgeiz und die Standhaftigkeit, die du als Fußballer an den Tag gelegt hast, auch im späteren Berufsleben an den Tag legst. Wobei ich mir sicher bin, dass das passieren wird und dass du auch deine neue Rolle so ausleben wirst, wie du dein Fußballerleben gelebt hast, nämlich mit Emotionen, mit Herzen und mit Leidenschaft. Ich danke dir für alles, was du getan hast und ich hoffe, dass wir noch einen gemeinsamen langen Weg gehen können
bei dem du dann auch viel Freude wiederfindest. Gut, das ist von meiner Seite. Fragen dazu sind wir gerne bereit zu beantworten. Vielleicht habt ihr welche, vielleicht sind aber auch allumfassend genug, weil wir haben hier eine emotionale Emotionalität gerade in dem Raum. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bitte schön. Leo? Ja, die Entscheidung in Bayern ist nicht einfach. Das ist die Realität. Ich habe, wie ich habe gesagt habe. Ja, zu lange Zeit. Ich habe überlegt mit meiner Frau, was ist besser für mich, für meinen Fuß, für in Zukunft. Ja, und ich glaube, die Entscheidung ist klar. Ich habe keine Angst. Ja, richtig, ich bin ein bisschen traurig, aber ja. Weiter. Ich muss weiter. Das ist das Leben. Ich bin gesund mit meiner Familie. Das ist wichtiger als Fußball. Das ist. Thomas? Ignacio, Jörg Schmadtke hat schon im Oktober 2018, da kannte er dich noch gar nicht lange, gesagt, du bist eindeutig der Kopf dieser Mannschaft. Drückt das in etwa die Wertschätzung aus, die du dann auch vom Geschäftsführer vom ersten Tag an dann hier bekommen hast? ¿Ha dicho qué? Que desde la entrevista que dijo Jörg Schmadtke, ¿no? Richtig ist, was. Ja, wenn ich habe hier gekommen, ich wollte wie gleiche, als ich habe in Malaga gemacht. Ich habe hier, ja, die Leute in 5 Jahren, die sagen, wow, Camacho ist eine, ja, wichtige Spieler hier. Ja, aber, ja, das. Eine verletzt. Und das ist alles. Das ist alles. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe alle versucht. Ich war in Spanien, in Österreich, in Schweiz. Ja. Ich konnte nichts mehr machen. Ich habe alle versucht. Und dann, ja, ich muss jetzt gucken in die Zukunft, was ich mache. Und ja, ich bin glücklich, ich kann hier bleiben mit der VfL. Engel. Gab es diesen einen Punkt, diesen einen Tag oder diesen einen Moment, wo du gemerkt hast? Im Mai, ich habe mit der Mannschaft ein bisschen trainiert in der letzten Etappe, wie heißt das? Etappe. Und ja, in Aktion, ich habe nochmal eine richtige Schmerz. Und ja, ich habe mit Ärzten gesprochen, was können wir mehr machen. Und ja, es gibt nicht mehr Solution, weißt du? Und ja, und das nach einem Monat, ich habe mit Jörg gesprochen, was können wir machen, und ja, wir haben gesprochen diese Situation, und ja, wir haben entschieden. Thomas? Hast du denn, wenn du dich jetzt heute entscheiden müsstest, eine Idee, wo du dich vielleicht eher siehst? Siehst du dich als Trainer, siehst du dich eher, oder ist ja beides, als Manager in der Jugend, bei den Senioren, wo hast du das Gefühl? Ja, ist eine gute Frage. Ja, ich muss gucken, ich muss Danke sagen, weil ich kann jetzt gucken, das in der Akademie mit Francisco. Er kann mir helfen, was ist besser für mich, was ich will machen. Und ja, ich weiß es nicht, das ist Realität. Meine Liebe ist richtig Fußball. Das ist, ja, seit 8 Jahren ist es viel Fußball. Und jetzt, ja, ich will gucken, was ist besser für mich, was ist besser auch für meine Familie. Ja, wir gucken. Aber um deine Frage zu beantworten, er weiß es aktuell noch nicht. Genau deswegen durchläuft er dieses Trainee-Programm, um herauszufinden, wo er seine Stärken und seine Qualitäten, die er nachweislich hat und die er sich auch erarbeitet hat über den Sport,
wo er die am besten einbringen kann. Und genau das, dafür haben wir ein Programm entwickelt, speziell auf ihn zugeschnitten, damit er die bestmögliche Entscheidungsfindung haben wird. Wo das sein wird, ob das auf dem Platz ist, ob es im Scouting ist, ob es im Management ist, ob es im Jugend- oder im Lizenzbereich ist oder ganz woanders, das wird sich dann herauskristallisieren nach der Zeit des Lernens und des sich wieder neu Erfindens. Und dann werden wir sehen, wo er sich wiederfindet. Du hast bessere Sache. Nein, ich habe das gesagt, was du gesagt hast, aber du weißt, die Jungs verstehen manchmal Dinge nicht so richtig. Zu lange Zeit. Engel. Exactly. Ja, meine Frau und ich, wir haben überlegen, ja, was ist besser für mich, was ist besser für unsere Kinder. Sie können ja Deutsch lernen. Ich glaube, ich habe eine gute Chance, für hier bleiben mit dem Verein. Ja, ich denke, ja, einfacher war, wenn ich sage, ja, ich gehe nach Spanien. Aber nein, ich denke, das ist besser für mich und für meine Familie. Gut. Das ist unsere Zielsetzung, dass wir genau das erzeugt bekommen, dass er A, einen Bereich findet, der ihm so viel Freude bereitet wie das Fußballspielen und den er so auskleiden kann, wie er sich das vorstellt. Und die Idee ist dann schon, dass er dann eine Festeinstellung hier einsteigt und sozusagen seine zweite Karriere starten kann. Ja. Das ist die Idee, deswegen fahren wir das Programm durch und deswegen lassen wir das Programm auch so durchlaufen. Auch unter dem Hintergrund, weil wir wissen, dass er schon ein Fighter ist und ein schlauer Junge ist, der sich an Dinge anpassen wird. Ich meine, er lernt jetzt schon seit ein paar Monaten intensiv Deutsch. Ihr habt es heute gehört. Der liest fehlerfrei hier seinen Text, den er selber erarbeitet hat, vor. Also der Prozess ist schon im vollen Gange. Und ich glaube schon, dass wir uns in 2 Jahren darüber unterhalten werden, welche Position haben wir für ihn zur Verfügung und wie kann er sie am besten auskleiden. Leo und dann Thomas. Ignacio, hast du der Mannschaft schon Bescheid gesagt? Und, wie hat die reagiert? Das war bestimmt auch nochmal extrem schwierig. Ja, ich war gestern mit der Mannschaft. Ja, ich denke, sie wussten das, weil ja, ich war sehr lange Zeit nicht hier mit der Mannschaft zusammen. Und ja, das ist ja traurig, ich denke, für alles. Ja, ich freue mich, alle lange Zeit mit der Mannschaft zu spielen. Und ja, das ist. Jetzt bin ich ein Fan von VfL, wie euch. Der schönste Moment deiner Karriere, wenn du jetzt zurückblickst, und auch der schönste Moment vielleicht hier in Wolfsburg, in der vergangenen Jahren, als du hier Fußball gespielt hast? Está delante de mí, Fernando, ¿puedes decir? En el fútbol, en los momentos más bonitos, en el fútbol, en el Wolfsburg. Ich denke, alle ist bar auf der Spielplatz. Das ist mein beste Moment, ehrlich. Jeden Spiel, ich war richtig, richtig glücklich hier, in den ersten Tag hier, alles, ehrlich. Ich war hier sehr, sehr glücklich, immer, mit diesem Verein, mit dieser Stadt. Ja. Und ja, klar, und Fußball auf dem Platz, immer, viel Platz. Fuera. Ich kann nicht eine sagen, es ist schwer, weil es war 7 Jahre in Malaga gespielt. Wir haben ja Quartalfinale mit Malaga, Europa Champions League, hier gegen Dortmund. Das war gut. In Atletico Madrid, ja, auch. Wir haben 2 eine Europa League gewonnen und eine Supercopa. Europa gewonnen auch gegen Inter. Ja, Nationalmannschaft,
Alles, alle Trainer, alle, ich weiß nicht, ich kann nicht eine sagen, das ist schwer. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nochmal vielen Dank an dich, Kamar, und alles Gute für dich und deine Familie. Ja, vielen Dank für alles. Danke.